Wir kommen zu Edusaya. Eine der wenigen Male, dass wir irgendwie mal auf Edusaya reagieren, so. Müssen wir auf jeden Fall öfter tun. Einfach passiert. 2 Minuten 40. Liken, Supporters, Kamord, Real Talk. Wir müssen wieder, also was heißt wieder? Wir müssen mal mehr von Edusaya abchecken, so. Produziert ist das Ganze von Dian Tiavo oder Dian Tiavo. Chat, wie spricht man denn aus? Übrigens, wir sind gerade live auf Twitch, 1.2. 7443, der Link in der Beschreibung, kommt ihr direkt auf meinen Twitch-Kanal, checkt ihn gerne ab. Wir sind jeden Donnerstagabend live, wie jetzt gerade, jedes Wochenende live und jeden Dienstagabend live. Wir machen Musik, wir hören uns Musik an und haben einfach Spaß. Good Vibes, kommt gerne vorbei. Chat hat mir schon so ein bisschen gesagt, wird ein Liebeskummer-Ding, so ein bisschen Heartbreaks-mäßig. Fühle ich, nicht weil ich jetzt gerade irgendwie Liebeskummer habe, dazu kommen wir später vielleicht noch. Aber ich mag so Real Talk-mäßig was, so Storytelling, egal in welche Richtung es jetzt anfangs mal gehen mag, so. Ich mag sowas, so deepe Songs, so Real Talk-Songs, so Storyteller-Songs, mag ich, Abfuck. Ich überlege gerade, ob ich einen Edusaya-Song in der Playlist habe. Ich glaube gar nicht. Also, Real Talk, ich höre unglaublich wenig Edusaya, beziehungsweise wir checken ja auch unglaublich wenig neue Sachen von ihm ab. Sollen wir das öfter mal machen? Ab in die Kommentare. Und wir sind einfach passiert. Zwischen kommst du zu mir oder soll ich zu dir? Sind wir einfach passiert. Wir sind einfach passiert. Zwischen Hoffnung auf Liebe und der Angst vor Gefühlen. Zwischen du bist im Club und ich bin auf Bühnen. Ging wohl irgendwas schief. Oh, Digga, das hat einen ganz bösen Vibe, Bro. Das hat einen ganz bösen Vibe. Mit diesen Keys oder so, mit diesen Akkorden, die gespielt werden. Ganz, ganz schön im Hintergrund gelassen. Wirklich fast nicht a cappella, so, es ist nicht a cappella, er wird quasi nur von diesen Akkorden begleitet. Dadurch hört man ihm halt unglaublich gerne zu. Schöne, sehr schöne Stimmfarbe, safe. Auf Bühnen ging wohl irgendwas schief. Wir sind einfach passiert. Wir sind einfach passiert, ist nice. Ist nice. Zwischen wir leben uns heiß, doch belügen uns kalt. Ist das eigentlich nur scheiß Ironie? Zwischen Nächten ohne Schlaf und wir schreien uns wieder an. Guck mal, und wir schreien uns wieder. Guck mal, deine Stimme ist da bö. Also er setzt da deine Stimme auch immer nice ein. Gerade wenn er in dieses bisschen, nicht in dieses Geschrei reingeht, so, aber guck mal hier. Ohne Schlaf und wir schreien uns wieder an. Und wir schreien uns wieder. Ich glaube, diesen ganzen Song, Real Talk mal, ich glaube, diesen ganzen Song fühlt man viel mehr, wenn du gerade in dieser Situation bist. Wenn du gerade irgendwie jemand verloren hast, deine Partnerin nach einer langjährigen Beziehung, egal was, getrennt, Liebeskummer, hast du nicht gesehen. Ich kann mich halt mit dem Thema Liebeskummer und Liebe so wenig identifizieren, weil ich generell jemand bin, der eine Bindungsangst hat. Safe. Also jetzt keine krasse so. Ich lasse schon neue fremde Leute in mein Leben so, wenn ich das möchte. Aber ich habe dahingehend beziehungsmäßig auch irgendwo eine Bindungsangst irgendwie. Also ich habe Angst, jemanden irgendwo so in mein Leben zu lassen, gerade weil ich schon oft erlebt habe so in meinem Umfeld, dass halt schnell irgendwo was wieder vorbei sein kann. Und wenn du dich halt irgendwie komplett auf diese Person einlässt und es dann irgendwo nach 3, 4, 5, 6, 7 Monaten sei es, lass es 2 Jahre sein, dass es da vorbei ist. Deswegen, ich lasse es auch irgendwie. Ich habe da auch nicht so viel Lust drauf. Wisst ihr, was ich meine? Zwischen 3 Zimmern irgendwo am Kiez und ich. Zwischen 3 Zimmern irgendwo am Kiez. Digga, so schön betont. Zimmern irgendwo am Kiez und ich hämmer mir ein. Ist es endlich vorbei? Doch werf auch heute noch einen Blick hoch zu deinem Fenster. Geh ich vorbei, weil ich die Gegend hier meine. Seit diesem 26. September. Schön. Auch wie er hier so ein schönes Bild in den Kopf malt, so, was heißt ein schönes Bild, aber er malt auf jeden Fall coole Bilder im Kopf, so. Ich sag dir ehrlich, durch Internet, Social Media hat sich das Ganze noch verschlimmert, safe. Ich krieg tagtäglich auch extrem viele DMs, so jetzt mal abgesehen von Song Requests, Reactions und so weiter. Ich krieg auch viele DMs, die gerade, ja, hey, du bist sympathisch und so weiter und so fort. Ich versuche auch jedem irgendwo zu antworten, jedem Danke zu sagen, so. Aber man hat halt irgendwo immer im Hinterkopf, so schreibt sie jetzt wegen mir, wegen der Person, wegen mir oder wegen, weil ich jetzt YouTube mache, weil ich irgendwo ein bisschen Reichweite habe und so weiter. Wisst ihr, was ich meine? Diese Kopffix, diese Gedanken hat man immer irgendwie. Geh ich vorbei, weil ich die Gegend hier meine. Seit diesem 26. September, sie denkt, ich bin weiter, denn
mich nur heim. Und irgendwie denk ich dasselbe über sie. Jetzt wär's schon lieber am Freitag und hast auf der Heimfahrt. Warst du wie eine Heimat, die es auf einmal nicht mehr gibt. Und natürlich, oh Digga, es ist ein, also es ist auch so generell ein Song, den du einfach hören möchtest. Es tut mir auch leid, dass ich hier irgendwo ein bisschen unterbreche und länger rede so. Aber es ist auch so ein Thema, was halt auch immer viele fragen so. Auch in meinem Freundes, also ich habe wirklich nie viel Freunde so, also Real Talk nicht. Weil es auch gerade wieder zu diesem Thema zurückzuführen ist, ich lasse ungern halt Leute so in mein Leben. Das hört sich immer so voll dumm an so, aber ne, ich verstehe das auf jeden Fall. Und dann sagen so, hey Bro, Leute so, hey Bro, wenn ich so YouTube machen würde wie du und wenn ich so viel Abonnenten hätte, also was ist so viel, aber wenn ich irgendwo so Reichweite hätte, Bro, ich würde so auf Jagd gehen, so, wisst ihr, was ich meine? So, man schwätzt mit seinen Kollegen, mit seinen Homies, so auf die Art und Weise. Ich sag so, Bro, das würdest du 2-3 Mal machen, aber dann, du würdest merken, so, dass einfach dreckig ist, so. Also, es ist einfach dreckig. Man nicht mehr gibt. Wenn das Liebe ist, dann will ich das so nicht. Und wenn das Leben ist, dann will ich das nicht haben. Zwischen alles ist in Ordnung, wie es ist. Und ich kann mich gerade selber nicht ertragen. Nice, nice, nice. Auch wie er beschreibt schön, wie die Moods immer hin und her switchen. So, in dem einen Moment geht es so, ich komme damit klar, in dem anderen so, es nimmt mich komplett hopf. Es ist generell, wie gesagt, diesen ganzen Song würdest du halt nochmal 10-mal mehr fühlen, so, wenn du halt gerade in dieser bestimmten Situation bist, wie er vielleicht gerade oder wie er in dem Song zumindest gerade. Und ich kann mich gerade selber nicht ertragen. Zwischen hoff ich sehe nie mehr dein Gesicht. Und ich sehe es immer wieder, geh ich schlafen. Zwischen Kopf und meine Leber sind gefickt. Doch ich betäube mit Tequila meine Nase. Hoffnung auf Liebe. Ganz kurz, ich finde es schön, dass hier drumtechnisch nichts reinkommt, weil es einfach irgendwo auch vielleicht ein bisschen ablenken würde vom Storytelling so. Safe, definitiv. Es würde auch irgendwo ablenken vom Storytelling und man würde schon noch alles verstehen, ne? Aber ich finde es schön, dass gerade solche Songs wirklich einfach nur begleitet werden von schönen Akkorden, Piano, was weiß ich. Hoffnung auf Liebe und der Angst vor Gefühlen. Zwischen du bist im Clubs und ich bin auf Bühne. Ging wohl irgendwas schief. Wir sind einfach passiert. Jetzt mal eine andere Frage. Vielleicht eine dumme Frage. Hat er eine Freundin? Ja, hat er eine Freundin oder nicht? Also weiß man das? Hat er das publik mal gemacht oder so? Oder shared er das nicht so krass auf Social Media? Oder hat er sich gerade Real Talk vielleicht getrennt? Ich verfolge ihn da unglaublich wenig. Hatte er? Okay. Okay. Er hatte eine. Passiert. Zwischen ich oder uns. Zwischen hoch oder tief. Während du mich benutzt. Während ich dich betrüge. Ging wohl irgendwas schief. Wir sind einfach passiert. Auch schöne Harmonien, dieses es ist halt nur so dieses Gelalle so ein bisschen, dieses so auf Autotune halt, aber bringt voll diese Vibes. Auch extrem links rechts gepennt, nice. Wir sind einfach passiert. Das X6 oder mal 6 oder 6 mal Album von Edusai ist eines der underratedsten Alben der letzten Jahre. Habe ich auch irgendwo ein bisschen mal gehört. Sollen wir das irgendwie noch mal näher abchecken, so, das Album? X6, 6 mal, was auch immer. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Achso, checkt gerne die Deluxe-Box ab. Könnt ihr gerne vorbestellen. Sehr schönes Ding. Auch so was bisschen, also man muss da wirklich in dem Mood zu sein, aber ich fühle es hundertprozentig. Das war einfach passiert von Edusai. Schönes Wochenende, schöne Woche, je nachdem, wann ihr Zeit findet, dieses wunderbare Video zu schauen. Ich küsse euer Herz. Bleibt gesund.